Ja, wie soll ich anfangen? Liebe Landsleute, liebe Schampfinger, lieber Langauer, weil ich habe ja in Langau Exilrecht, gell? Ich bin so oft in Langau, dass mich Langauer besser kennen wie die Schaffinger bald. Und ich möchte, das möchte ich nie vergessen, dass ich die Langauer immer besonders begrüße, weil wir den Langauer sehr viel zu verdanken haben. Aber darüber hinweg ein paar Worte. Wenn ich hier stehe heute, es ist für mich nicht ganz so einfach. Man hat einfach in diesen Jahren, 69 Jahre Vertreibung, hat man so einiges erlebt. Und wenn so ein Ereignis ist, dann muss man auch ein paar Worte dazu sagen. Ich will alles andere wie ins Feuer Öl gießen. Das möchte ich nicht. Ich bin der Typ, der für Versöhnung ist, näher zusammenrücken durch Europa. Gott sei Dank gibt es das. Was hätten wir für Probleme, wenn es dieses Europa nicht gäbe? So viele Jahre keinen Krieg in Europa. In Europa ist übertrieben. Bei uns, die der Europäischen Union angehören. Und das alles haben wir vielen zu verdanken, dass das gelungen ist, dieses Europa zu formen und zu gestalten. Und heute, an diesem Tag, nun, ihr seht, Kreuze. Kreuze sind immer was Besonderes. Und wenn wir uns ein bisschen umdrehen, dann sehen wir im Hintergrund das Gegenstück von Schaffer. Schaffer war ein liberaler. Schaffer hatte verstanden, mit Christen und Juden hervorragend auszukommen. Und das hat uns Jahrzehnte ausgezeichnet, 250 Jahre lang. Und ich möchte sonst jetzt gar nicht viel sagen. Ich möchte mich herzlich bedanken für alle, die hier jetzt gekommen seid. Begrüßt hat Pater Andreas schon. Ich habe gesagt, bitte mach du das, weil ich vergisst ja doch die Hälfte. Und da will ich gar nicht viel sagen. Dankeschön, der Sola Schaffhoff, dass es gelungen ist, hier das aufzustellen. Das soll richtungsweisend sein, vielleicht für viele, viele Orte in unserem Gebiet, im südmährischen Raum, wo man sowas machen sollte. Und noch etwas möchte ich sagen. Wenn man jetzt die 69 Jahre, nächstes Jahr sind 70 Jahre, zurückverfolgt, haben wir eigentlich damals, trotz Vertreibung und trotz allem, und allem Schweren, was wir mitgemacht haben, haben wir irgendwie doch ein gutes Los gezogen. Uns ging es viele Jahrzehnte besser, wie allen, die hier im Ort geblieben sind und was ganz Fürchterliches mitmachen müssen. Egal, ob es jetzt kommunistisch war oder was, es war viel, viel schlimmer, als wir die Gelegenheit gehabt haben, in Deutschland draußen oder in Österreich, uns zu entwickeln und zu entfalten und uns und unsere Kinder eine neue Zukunft aufzubauen. Und das ist so eigentlich schon das Wichtigste, was ich sagen will. Natürlich an Andreas, Pater Andreas, wo ist er? Muss ich ja. Ich hab einen Weißen gesucht. Und noch, all das, was er geleistet hat, stellt euch mal vor, das ist ja nicht so einfach. Ich werd nachher nochmal ein paar Worte bitten, später nach dem Offiziellen, und da möchte ich dann besonders auf dich eingehen. Ach, gib keine Ratio, ich kann das nicht, ich bin nicht studiert genug. Gell? Aber ich hoffe, dass das, was ich jetzt gesagt habe, im Großen und Zügen eigentlich, das war das Wichtigste war. Und nochmal, ich wünsche deine Schaffinger und deine neuen Schaffinger, die sollen sich ein bisschen an uns richten, an unsere Generationen. Unsere Vorfahren, Vorvorfahren sind 3 Jahre im Gefängnis gekommen. Warum? Weil sie gesagt haben, wir waren im Hart der Stadtrecht und wir brauchen keinen Roboter zu bezahlen. Und da sind sie 3 Jahre gehockt. Da war übrigens auch ein Mann dabei, das war der damalige Bürgermeister. Ihr seht, und das wünsche ich einem heutigen Schaffinger noch, zu ihrem Ort zu stehen
und schauen und versuchen, dass es aufwärts geht. Es ist eigentlich eh wunderschön, wenn man so sieht, wie es einmal war. Gepflegt, alles in Ordnung. Einfach danke, möchte ich auch die Schaffige sagen, denen heute. Ich danke euch einmal fürs Zuhören. Ich muss aber nochmal kommen, gell?